Ja, herzlichen Dank für die netten Worte, die ich leider nicht verstanden habe. Dieses ist ein interaktiver Vortrag, das heißt, Sie müssen mitmachen. Was ich Ihnen heute erzählen möchte, ist, ich möchte Ihnen etwas zu der Häufigkeit, Epidemiologie über Suizid sagen. Es ist mir sehr wichtig, dass Sie verstehen, wie Suizid abläuft. Ich werde etwas über Suizidmodelle sagen, etwas zur Diagnostik und zum Umgang mit Suizidalen. Doch als erstes, Sie kommen aus der Pause, das ist schon der Test zum Mitmachen. Wer von Ihnen hat heute schon einen Kaffee getrunken? Handzeichen bitte. Ich glaube, es haben mehr getrunken. Genau, Sie müssen mitmachen. Wer hat zwei Kaffee getrunken? Wer hat drei Kaffee getrunken? Wer hat vier Kaffee getrunken? Warum frage ich das? Die Frage ist, ist Kaffee antisuizidal? Und es ist tatsächlich so, man glaubt es ja nicht, dass wenn man mehr als drei Tassen Kaffee trinkt, wirkt es antisuizidal. Ist ein Risiko von knapp 0,5, also Sie haben heute schon was für Ihre Suizidprävention getan. Herzlichen Glückwunsch. Wer von Ihnen war schon mal dort? Handzeichen, Sie müssen mitmachen. Wer war schon mal dort? Das ist die Golden Gate Bridge. Handzeichen, wer war schon mal in Golden Gate Bridge? Mehr nicht. Das ist die Brücke, von der die meisten Menschen in suizidaler Absicht herunterspringen. Da gibt es eine sehr spektakuläre Studie, die untersucht 515 Menschen, und zwar in den folgenden sechs, also das sind alles Menschen, die auf dem Geländer waren oder jenseits des Geländers waren und herunterspringen wollten. Und die Frage ist jetzt, die sind vom Sprung zurückgehalten worden, und die Frage ist, wie viel Prozent haben sich in den folgenden 26 Jahren das Leben genommen, suizidiert? Was glauben Sie? 5%, 10, 20. Wer ist für A, 5%? Jeder muss eine Stimme abgeben. 5%. Wer ist für 10%? Wer ist für 20%? Wer ist für 50%? Und wer ist für 80%? Und es waren in Wirklichkeit 4,8%. Das heißt, Menschen auf der Brücke zurückzuhalten, ist wahrscheinlich so suizidpräventiv wie sonst nichts auf der Welt. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass wenn man Menschen zurückhält, rettet man damit Leben. Suizid kann oft verhindert werden. Wer von Ihnen hat einen Hund? Wer von Ihnen hat einen Hund? Sie müssen jetzt weggucken. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass Hund und Herrchen oder Hund und Frauchen ähnlich aussehen? Da? Das letzte ist mein Favorit. Warum zeige ich Ihnen das? Nun, man könnte auch sagen, die Hunde sehen ein bisschen aus wie die Menschen. Also müssen wir auch denken, dass die Kühe so aussehen wie die Menschen. Und ich frage Sie jetzt, was glauben Sie, welche der beiden Kühe ist suizidaler? Die mittel- oder osteuropäische Kuh oder die westeuropäische Kuh? Wer ist für die mittel- oder osteuropäische Kuh von Ihnen? Ein Handzeichen. Sieht die suizidaler aus? Oder die westeuropäische? Ja, so Hälfte, Hälfte. Ein bisschen mehr für die westeuropäische Kuh. Nun gucken wir mal an, wie sich die Suizidzahlen verteilen. Eingekreist sehen Sie die Schweiz und Tschechien. Und es gibt ein klares Muster der Häufigkeit von Suizid. Westeuropa und Südeuropa hat die tiefsten Suizidzahlen, Mittel- und Nordeuropa höher und am häufigsten Osteuropa. Warum ist das so? Das Ganze ist kulturabhängig. Was heißt Kultur? Kultur heißt Religion, das heißt der Kreis, in dem wir uns bewegen.
Das ist aber auch die Familienkultur und die Religion. All diese Sachen haben Einfluss auf die Suizidrate. Das ist nicht besonders stark, diese Einflüsse. Der Kaffee ist viel stärker. Aber es hat einen starken Einfluss. Man spricht sehr häufig von Bilanzsuizid. Damit meint man, dass Menschen eine Abwägung treffen und dann denken, es ist besser, das Leben ist schlecht, es ist besser, ich nehme mir das Leben. Und die Frage ist jetzt, was ist eigentlich die Vorbereitungszeit? Damit ist die Zeit gemeint, von dem ich habe mich entschieden, den Suizid zu begehen, zu die Person hat den Suizidversuch gemacht. Und hier sehen Sie mal, wie das eigentlich funktioniert. Länger als eine Woche, 13,5%. 12 Stunden bis eine Woche, 20%. Und weniger als 12 Stunden, 2/3. Das heißt, dass 2/3 in Wirklichkeit das in einer ganz kurzen Zeit entschieden haben, jetzt nehme ich mir das Leben. Und das bedeutet auch, dass man oft wenig Zeit hat, was zu machen. Und das bedeutet aber auch, dass es eben nicht unbedingt so viele Bilanzsuizide gibt. Man sagt ja so, bei Suizidversuchen, die weniger als 12 Stunden sind, das nennt man impulsiv, impulsiver Suizidversuch. Aber muss man sagen, wenn jetzt mir sie eine Ohrfeige geben würde und ich würde 12 Stunden später ihr eine Ohrfeige zurückgeben, würde man nicht sagen, das sei impulsiv, oder? Also, der Begriff impulsiv wird bei Suiziden sehr weit verwendet. Wichtig ist aber, dass Sie das verstehen, Bilanzsuizide sind sehr selten. Nun, warum ist das so, dass wir trotzdem so häufig von Bilanzsuiziden sprechen? Der Grund ist, dass die Menschen das sagen. Und warum denken das die betroffenen Menschen? Der Grund ist, dass sie in einer meist depressiven Stimmungslage die ganze Welt negativ sehen, die ganze Welt schlecht sehen. Man nennt das auch dysfunktionale Kognition. Da bin ich sehr gespannt, wie das übersetzt wird. Ein Begriff, der früher viel gebraucht wurde, und ich weiß, dass der in Ihrem Land viel gebraucht wird, ist das Wort Selbstmord. Früher hieß es auch im Englischen Selbstmord, im Deutschen hieß es Selbstmord und bei Ihnen heißt es häufig auch noch Selbstmord. Aber Sie müssen wissen, Suizid ist keine Straftat. Mord ist per Definition eine Straftat. Suizid ist ein Unfall, ein Psychounfall, nicht eine Straftat. Deswegen würde ich Ihnen empfehlen, wirklich immer häufiger von Suizid oder Selbsttötung, aber nicht von Mord zu sprechen. Es gibt eine ganz interessante Information aus dem englischen Sprachraum. Im Mittelalter in Großbritannien gab es ein Gebiet, wo der Suizidversuch unter Strafe stand. Und zwar wurde dort die Todesstrafe gegeben für den Suizidversuch, der nicht geglückt ist. Da sieht man schon, wie absurd das ist, das in den juristischen Bereichen einzubiegen. Suizid ist eine Handlung. Und da möchte ich eigentlich drauf genauer hingehen und möchte Ihnen zeigen, wie eigentlich der zeitliche Ablauf rein auf der Handlungsebene des Suizidversuches abläuft. Es ist wichtig, das zu verstehen, weil es auch wichtig, mit dieser Information kann man viel Suizide vorbeugen, Prävention betreiben. Aber vorab, das ist ein Staudamm in der Schweiz, nennt sich Verzasca-Staudamm. Warum zeige ich Ihnen? Weil dort Menschen Bungee-Jumpen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Die Beine werden zusammengefesselt mit einem Gummi und man zahlt 140 Schweizer Franken, das sind ziemlich viele Kronen, um da herunterzuspringen. Warum zeige ich Ihnen das? Dieser Mensch hat 140 Euro dafür gezahlt, das zu erleben. Und Sie sehen auf dem ersten Bild, wie in der Vorbereitung ist. Sie sehen, er freut sich, ist aber ein bisschen nachdenklich. Jetzt wird er angewiesen, das zu machen. Sie sehen die ersten Stirnrunzeln kommen. Und jetzt achten Sie mal drauf, auf das Bild, wenn er springt.
fragt man sich schon, ob das wirklich 140 Euro wert war. Aber was Sie auch daran sehen, und deswegen zeige ich Ihnen das, nicht wegen der 140 Euro, sondern Sie sehen, dass Emotionen sehr schnell herumspringen können. Und das ist etwas, was man unterschätzt. Emotionen sind in Wirklichkeit sehr kurzdauernde Prozesse, die sehr schnell kippen können. Und nur weil irgendein Stressor, der zu einer Emotion führt, immer wieder kommt, zum Beispiel der Gedanke, meine Frau hat mich verlassen, bleibt die Emotion so lange bestehen. Aber in Wirklichkeit wäre sie auch leicht abstellbar. Das möchte ich gerne, dass Sie das in Erinnerung behalten. Ich möchte Ihnen jetzt das Sechs-Phasen-Modell vorstellen und möchte durch die einzelnen Phasen durchgehen. Es gibt eine präsuizidale Phase, eine Mental Pain Phase und so weiter. Das brauche ich auch gar nicht übersetzen, sondern ich gehe da mit Ihnen durch. Als erstes kommt es zu einer Schwächung. Dem Menschen geht es nicht gut, sie leiden an einer Depression, sie sind geschwächt und dann passiert etwas, was wir Mental Pain nennen, mentaler Schmerz. Und das ist in den allermeisten Fällen irgendetwas, was mit Beziehung zu tun hat. Irgendein Verlust oder ein vermeintlicher Verlust von Beziehungen. Und dann kommt es zu einem Verlust von einem Gefühl von vorn und hinten und von rechts und links. Was meine ich damit? Damit meine ich, dass die Menschen nicht mehr sehen können, was könnte noch Schönes kommen in meiner Zukunft. Sie können auch nicht mehr sehen, was habe ich eigentlich schon tolle Sachen erlebt, von denen ich zehren kann. Sie sehen auch nicht rechts und links, damit meine ich die Angehörigen, die für Sie da sind und auf Sie aufpassen, auf nach Ihnen schauen. Das alles ist in dieser Phase vorbei. In dieser Phase ist ein Mensch schmerzverzerrt. Ihm geht es nicht gut. Dazu braucht es kein Psychologiestudium, um so einen Menschen zu erkennen. Dann kommt aber der Moment, wo die Menschen entscheiden, jetzt nehme ich mir das Leben. Und dann kommt es genau zu diesem Emotionsumschwung, der relativ plötzlich stattfinden kann. Das ist wichtig. In dem Moment, wo Sie die Reise buchen ins Jenseits, schwingt die Emotion um. Und dann kommt die Suizidhandlungsphase. In der läuft die Handlung an, zum Beispiel fahren diejenigen zur Brücke. In dieser Suizidhandlungsphase ist Suizid der Lösungsweg und das heißt, die Menschen haben in dem Moment eine Erleichterung gefunden und aus diesem Grund sind sie sehr schwer zu erkennen. In psychiatrischen Kliniken kommt es ganz häufig vor, dass die Pflegefachkraft sagt, komisch, hätte ich gar nicht gedacht, dem ging es eigentlich ganz gut, der war so entspannt. Und das ist genau der Punkt und das ist auch eine Botschaft, die Sie bitte mitnehmen. Wenn es einem suizidalen Menschen plötzlich gut geht, dann ist das gefährlich. Ich möchte Ihnen jetzt einmal zeigen, also diese Suizidhandlungsphase. Die Menschen sind wie in einem Autopilot, sie bewegen sich ganz wie Roboter, gehen quasi auf ihr Ziel los. Ich möchte Ihnen das mal in einem kurzen Film zeigen. Das ist ein Film von Tina Zahn. Sie ist aus einem Polizeiauto gemacht. Sie ist in dem Auto vorne dran, fährt auf die Brücke, hält an, steigt aus und achten Sie mal drauf, ist alles wie ferngesteuert, wie im Autopilot. Nicht schnell, nicht langsam. Es ist wie ein Programm, das abläuft. Es kommen die Polizisten, sie springt herunter. Man kann froh sein, dass der Polizist mehr Masse hatte und zieht sie wieder hoch. Sehen Sie, wie sich anfänglich noch wehrt und wenn Sie jetzt genau angucken, lässt die Abwehr jetzt aber nach. Jetzt hört sie auf. Sie zappelt nicht mit den Beinen. Dieses Video wurde von ihr selbst auf YouTube gestellt, um zu zeigen, wie gut das ist, gerettet worden zu sein. Das war die Suizidhandlungsphase.
So haben wir lange gedacht, ist das funktioniert das Suizidmodell, bis wir, also das vielleicht noch genau, was ist denn typisch bei Menschen, die in dieser Suizidhandlungsphase ist, weil die sind sehr schwer zu erkennen. Typischerweise wird der Blickkontakt vermieden. Es gibt keine konkrete Zukunftsplanung bei Nachfrage. Es ist wortarm, was sie sagen, aber häufig entspannt. Und es kommt zu dieser plötzlichen Besserung. Es wirkt wie ein Autopilot. Einige, nicht alle Menschen, kommen aber, bevor sie wirklich die Handlung umsetzen, im letzten Moment nochmal ins Grübeln. Und dann kommt, wir nennen das die finale Ambivalenzphase. Also die Handlung ist angelaufen, wird noch einmal unterbrochen. Typischerweise sieht man das auf Brücken, man sieht es aber auch an Bahngleisen und man weiß das auch von Vergiftungen, wo die Menschen dann eben doch die Medikamente vorbereiten, aber sie dann doch nicht nehmen. Ich möchte Ihnen jetzt ein Video zeigen, wo einige Menschen in der finalen Ambivalenzphase gezeigt werden, damit Sie das mal sehen. Das wirkt eher wie die Mental Pain Phase. Dieses Video ist ethisch nicht ganz einfach. Es wurde nämlich eine Kamera auf die Golden Gate Bridge gerichtet. Und dort springen ja, hatte ich vorhin schon gesagt, sehr viele Menschen. Und es wurden diejenigen, die sprangen, gefilmt. Wie sehen die aus, bevor sie springen? Jetzt muss man dem Herrn Steele, der den Film gemacht hat, zugutehalten, dass er jedes Mal, wenn er eine auffällige Person gesehen hat, hat er die Patrouille gerufen und es wurden durch den Film viele Menschen gerettet. Es werden etwa 30 pro Jahr gerettet und in dem Jahr waren es mehr. Finale Ambivalenzphase. Erneutes Innehalten. Ich zeige Ihnen das jetzt aber mal. Das sind alles Menschen, die leider verstorben sind. Jetzt sehen Sie relativ uniform. Die Menschen haben eine gebundene Körperhaltung. Die Arme so am Körper, leicht nach vorne gebeugt und man erkennt, denen geht es nicht gut. Es ist, sieht uniform aus, das heißt immer gleich. Sehr verblüffend. Und was man auch sagen muss, ist, dass die Menschen stehen da, denen geht es offensichtlich nicht gut. Aber was man sieht, ist, dass Autos vorbeifahren. Man sieht Menschen vorbeigehen. Vorbei joggen. Niemand macht etwas. Gell? Und das wären jetzt die, die gerettet worden wären, hätte man da etwas anders gemacht. Ein schwieriges Dokument. Aber es zeigt, dass man, selbst wenn die Handlung angelaufen ist, eigentlich eine gute Chance hätte, die abzuholen. Das nennen wir die finale Ambivalenzphase. Die kann ziemlich kurz sein. Das kann wirklich, die Emotion kann sehr schnell umschalten, dass man doch nochmal in diese Ambivalenz hereinrutscht. Ich möchte Ihnen das an einem anderen Video nochmal zeigen, wie schnell das sein kann. Und da sage ich Ihnen vorher, die Person hat überlebt, nur dass Sie da vorbereitet sind. Es ist nicht viel passiert. Sie sehen, schwer zu erkennen, dass die Person auf die Gleise geht, wartet noch, finale Ambivalenz, erste Mal, geht auf die Gleise, setzt sich auf die Gleise, legt sich hin, der Zug kommt. Gell? Und wenn man da zuguckt, ist der Zug lang und noch länger und man wartet, was ist jetzt eigentlich passiert. So knapp kann das sein, so schnell kann das gehen, aber leider nicht immer. Finale Ambivalenzphase. Ambivalenz ist überwunden, Suizid als Lösungsweg. Es ist wichtig, dass es noch eine sechste Phase gibt, nämlich das Aufwachen. Wir wissen, dass Menschen, die von einer Brücke springen, sehr, sehr häufig das bereits während des Sprunges bereuen. So schnell geht das. Aber es kann auch sein, dass das 2 Wochen dauert.
Ich habe einen Patient gehabt, habe eine ganze Zeit auf einer Kriseninterventionsstation gearbeitet und der hat sich in einem Waldstück erhängt, der hing frei und zufällig kam eine Krankenschwester, eine Intensivkrankenschwester vorbei, die gerade, das macht man in der Schweiz, wahrscheinlich hier auch, am Pilze sammeln war, mit dem Messer in der Hand. Er war bewusstlos, als sie kam, sie hat ihn losgeschnitten und alleine am Waldboden reanimiert. Eine ziemliche Leistung. Und bei ihm hat es 2 Wochen gedauert, bis er dann irgendwann sagte, okay, ich bin aufgewacht, mein Leben geht weiter. Im Rahmen einer Studie haben wir ihn 1,5 Jahre später wiedergesehen und er hatte sein Leben neu aufgebaut. Zu dem Zeitpunkt seines Suizidversuches hatte seine Frau ihn verlassen, er war finanziell bankrott und hatte eine Alkoholkrankheit. 1,5 Jahre später stand er auf eigenen Beinen, hatte eine neue Beziehung und ein Besuchsrecht für seine Kinder erhandelt. Aufwachen geht häufig schnell, aber nicht immer. Ich möchte Ihnen jetzt noch einmal ein Video zeigen, wo dieses ganze Modell zusammengefasst ist. Das ist auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Ich hoffe, dass Sie es trotzdem verstehen können. I walked back and forth across the space. Finally, I found the spot. Hey, this is it. This is the place I'm going to end my life. This is real pretty disgusting, pretty scary, all at the same time. I thought that way after I did. At that moment, I was kind of elated still. I thought, you know, this is what I have to do. I'm a bad person. I'm a burden to my family and friends. I'm hurting them with this bipolar, this annoying nuisance of a guy. That's where I'm from. That's where my demons are. Nobody cares. Nobody cares. I'm good. I turned, walked back toward the railing next to the roadway on the bridge. I ran, and I shoved myself, only using my arm, over the bridge. I did not get on the ledge. That's what talked me out of it. I was too dumb. I was too emotionally upset. I was too angry at myself for the wrong reason. I have not been a bad guy. As a matter of fact, I've been a very good guy. I am a good guy, I think. I was sick. I was mentally ill. I am mentally ill. I hit free fall, and at that second, I knew what I did. How can I go back? How can I change this? How can I stop this? I can't. It's over. I'm 19 years old. I'm dead. I have a brother, a younger brother who looks up to me. I have an older sister who's loved me since the day we met. Mom and Dad were so loving and caring, and giving everything they can to me. A great life. And yet I wanted to die, like many people. Was suicidal. Couldn't see what was ahead. Couldn't see what was behind. Couldn't see what was behind. Das war jetzt bestimmt nicht einfach für die Übersetzerin. Ich möchte das nochmal zusammenfassen. Dankeschön. Ich möchte es nochmal zusammenfassen. Er hat eine bipolare Störung. Präsuizidale Phase. Mental Pain Phase. Ich war wie weggetreten, eine Last für meine Familie. Da kennt man den Schmerz, den er hatte. Er ist die Suizid-Handlungsphase. Er ist zur Brücke gegangen. Finale Ambivalenzphase. Er ist auf der Brücke hin und zurück gegangen. Man braucht dort keinen Ort suchen. Die Brücke ist an allen Stellen 100 Meter hoch. Ist völlig egal, wo man springt. Es kam der Sprung. Und er sagt, es war ein schrecklicher Fehler. Für diese Phasen des Phasenmodells kann man verschiedene Formen der Suizidprävention ableiten. Ich möchte, Sie können das ja wahrscheinlich nicht lesen, möchte eigentlich vor allen Dingen aber die Methodenrestriktion jetzt mal herausgreifen. Das ist die Suizidprävention durch Verhinderung der Mittel.
Also, Methodenrestriktion, Verhinderung von Suizidmethoden. Doch vorab, es gibt impulsive Suizidversuche und diese sind besonders erfolgreich für eine Methodenverhinderung. Impulsive Suizidversuche werden verübt von jüngeren Personen, von eher gesunden Personen und mit Menschen, die eine weniger gefestigte Suizidabsicht haben. Das heißt eigentlich wirklich Menschen, wo wir das Leben retten können. Das heißt, die Methodenrestriktion muss schon von daher junge Menschen häufig retten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir ist es so, dass wenn ich mit Politikern rede und denen versuche, näher zu bringen, dass sie Brücken sichern sollen, dann kommt immer, Suizidprävention bringt doch sowieso nichts. Jeder, der will, kann sich irgendwie umbringen. Wenn sie die Brücke sichern, macht's nichts. Oder, wie dieser Politiker sagt, es ist wahr, dass in der Schweiz die Suizidrate relativ hoch ist, aber das ist, weil sich die Leute umbringen, nicht weil sie eine Waffe haben. Ein völlig absurdes Statement, muss man sagen. Die spannende Frage ist aber, das ist der Christoph Blocher, ist einer der oberen Politiker gewesen zu dem Zeitpunkt im Bundesrat. Die Frage ist aber nicht, hat er recht oder hat er nicht recht, sondern zu wie viel Prozent hat er recht, dass nämlich durch Methodenrestriktionen Suizide auch wirklich verhindert werden können und die Menschen nicht eine andere Methode benutzen. Also wie häufig ist die Substitution von Suizidmethoden? Und da hat es gerade in der Schweiz eine Studie gegeben, die unsere Arbeitsgruppe durchgeführt hat. Hierzu muss ich Ihnen erklären, dass in der Schweiz es eine sogenannte Milizarmee gibt. Das heißt, alle 19- bis 43-Jährigen gehen jedes Jahr einmal zum Militär und haben ihre Waffe zu Hause, sicher verstaut, meistens unter dem Bett. Und es gab ein Gesetz im Jahre 2003, was machte, dass die Anzahl der Soldaten massiv verringert wurde. Und das wurde innerhalb eines Jahres umgesetzt. Das ist was Besonderes, weil es nämlich die ganze Schweiz betroffen hat und nicht nur wie bei einer Brücke einen kleinen Punkt. Und wenn man sagt, diejenigen haben dann nicht mehr die Waffe unter dem Bett liegen, sondern da ist jetzt in dieser Altersgruppe 19 bis 43 weniger eine Chance da, dass sie sich das Leben nehmen, müsste es ja dort eine Veränderung der Suizidrate geben. Und in den anderen Altersgruppen, bei denen sich nichts verändert hat, müsste es gleich bleiben. Und genau so war es. Hier sehen Sie die Schusswaffen, wie sie heruntergegangen sind und die anderen Methoden. Wenn Sie genau hingucken, dann sehen Sie die hellgrüne Linie, den Zugsuizid, wie er minimal nach oben geht, aber nicht so stark wie die Schusswaffen. Das heißt, es gibt eine kleine Substitution, aber die ist bei weitem nicht das, was die Schusswaffen ausmachen. Wie gesagt, in den anderen Altersgruppen sind das alles gleiche Linien, keine Änderung. Und aus dem konnte man jetzt erstmals errechnen, was bringt es, die Schusswaffe nicht zu haben? Wie viel Suizide hat man dadurch verhindert in dieser Altersgruppe? Und die Antwort war 78%. Jetzt kann man sagen, es sind aber nicht alle. Man könnte aber auch sagen, naja, es sind 78%. Wenn wir reanimieren, das heißt wiederbeleben, haben wir eine Chance von 10-20%, das Menschenleben zu retten. Das ist hier eine ganz andere Zahl. Also, die Einschränkung von Suizidmethoden rettet Leben. Was kann man denn tun? Man kann in der Gesellschaft ganz allgemein von der Politik her Brücken sichern, Psychiatrien sichern, das sind Hochrisikoorte, Gefängnisse sichern, das sind ebenso Hochrisikoorte.
Man kann das aber auch in der Familie machen. Man kann das auch machen, wenn man Krisenintervention betreibt, indem man zum Beispiel schaut, wie kann man die Haushaltsapotheke verringern, wie kann man Waffen zu Hause entfernen und wie kann man wach sein für Vorbereitungshandlungen, die man verhindern kann. Ich möchte Ihnen jetzt noch ein psychologisches Suizidmodell vorstellen, was für mich extrem überzeugend ist und was so einfach ist, dass man sich das, dass Sie es gar nicht mitschreiben müssen, weil man kann sich das wirklich gut merken. Thomas Joyner ist ein amerikanischer Psychologe, geht davon aus, oder ein Hintergrund ist, dass der häufigste Grund für einen Suizidversuch sind irgendwelche interpersonellen Probleme. Bei Frauen macht das fast 3/4 aller Suizide aus, bei Männern ist es der häufigste Grund, aber es kommt schon bald Arbeitsplatzverlust, Krankheit und so weiter dazu. Joyner geht jetzt davon aus, dass es eine Fähigkeit zum Suizid gibt. Das heißt, nicht jeder kann sich überhaupt das Leben nehmen. Geht etwa davon aus, dass nur 50% das überhaupt das Vermögen haben, sich das Leben zu nehmen, und andere können noch so depressiv werden, Suizid kommt für sie nicht in Frage. Also es muss wie die Fähigkeit haben, und inzwischen wissen wir, dass man die aber auch erwerben oder sagen wir stärken kann. Dann kommt dazu, dass man sich als Last für andere erlebt oder das Leben als Last erlebt, sich selbst als Last erlebt. Das hat auch Kevin Heinz, der von der Brücke sprang, gesagt. Ich war eine Last für mich und meine Familie. Also, diese Schwere, das ist so ein psychologischer Faktor. Und der zweite Faktor ist eine verhinderte Dazugehörigkeit. Im ursprünglichen Modell hieß das Alleinsein. Aber eine verhinderte Dazugehörigkeit trifft es besser. Wenn Sie mal die Beispiele durchgehen, was sind denn so typische Gründe, warum Menschen suizidal werden, dann ist es ganz häufig der Verlust vom Partner. Partnerin geht fremd, Partner geht fremd. Der Partner stirbt. Die Eltern sind böse oder werden als böse erlebt. Das Kind fühlt sich alleine. Aber bei Männern auch der Verlust des Arbeitsplatzes. Wir hatten in der Schweiz eine ganze Serie von Suiziden bei Managern, die ihren Job verloren haben und damit quasi ihr Leben verloren haben. Verhinderte Dazugehörigkeit. Zu diesem Modell gibt es ganz viele Studien, ganz viele Publikationen. Das sind nur die von den beiden letzten Jahren. Und ich will Ihnen das mal, das Modell ist so einfach und so plausibel, dass ich Ihnen das ein bisschen näher bringen will. Hier geht es um Menschen, die eine Depression hatten und sich suizidiert hatten. Mit denen hat man nachträglich geguckt, welche Faktoren sind denn erfüllt. Und tatsächlich, es waren genau alle drei. Man hat Depressive, die sich nicht suizidiert haben, angeschaut. Hier war es die Last für sich selbst, die ganz im Vordergrund stand. Das ist halt die depressive Symptomatik. Relativ plausibel. Kindersuizide gibt es nicht häufig. Aber wenn man die untersucht, findet man, dass Streit mit den Eltern und diese verhinderte Dazugehörigkeit der psychologische Faktor war, der hier besonders wichtig war. Wenn Jugendliche sich suizidieren, also hier ging es um Jugendliche mit Suizidversuch, dann erleben sie sich als Last, das Leben als Last und sind meistens in irgendeiner Gruppe herausgeflogen oder fühlen sich nicht mehr zugehörig. Arbeitslosigkeit, verhinderte Dazugehörigkeit. In der Schweiz ist die Arbeitslosigkeit seit vielen Jahren sehr, sehr gering, 3% etwa, sehr tief. Und da ist, wenn man in der Schweiz arbeitslos wird, ist man wirklich von der Gesellschaft wie rausgeworfen. Das heißt, in der Schweiz ist das ein Riesenfaktor. In anderen Ländern, Griechenland, wo die Arbeitslosigkeit extrem hoch ist, ist das nicht wichtig, weil es gibt andere Arbeitslose. Und dann ist der Faktor fast null. Es geht um die verhinderte Dazugehörigkeit. Emotional instabil,
man nennt das auch Borderline-Persönlichkeitsstörung, erleben das als Last, aber durch die Suizidversuche, durch das Schneiden, was sie zeigen, kommt es auch zu einer erworbenen Fähigkeit zum Suizid. Wir wissen, dass diejenigen ganz allgemein, die einen Suizidversuch gemacht haben, die haben eine erhöhte Chance, später doch an Suizid zu versterben. Jetzt werden Sie wahrscheinlich fragen, ja, wie geht das zusammen mit der Brücke, was Sie uns vorhin gezeigt haben? Ich habe Ihnen ja gesagt, dass 5% sich suizidiert haben. Das ist immerhin 10-mal so viel, wie die amerikanische Bevölkerung sonst normalerweise durch Suizid verstirbt. Also, ein Suizidversuch heißt nicht, dass er später sterben wird. Es heißt nur, dass das Risiko deutlich erhöht ist. Man sagt, pro Suizidversuch erhöht sich das um 40%. In der Schweiz versterben etwa 1% aller Menschen an Suizid. Nach einem Suizidversuch sind es 1,4. Selbstverletzungen führen dazu, dass man das übt. Es ist ein übendes Verhalten. Führt dazu, dass die erworbene Fähigkeit steigt. Gefängnisinsassen, besonders in der Untersuchungshaft, also der ersten Phase der Gefängnishaft, kommt es häufig zu Suiziden. Und da werden genau die beiden Faktoren angegeben. Also, oh, das ist nicht an der richtigen Stelle, die Folie, das kommt später. Was Sie mitnehmen ist, man braucht eine Fähigkeit, nicht alle haben sie. Und die Faktoren Last erleben, verhinderte Dazugehörigkeit sind zwei wesentliche Punkte. Suizidalität und psychiatrische Klinik. Ganz ist immer die Frage, wann soll man eigentlich jemanden in die Klinik einweisen? Ganz praktisch wird es jetzt. Nun, dazu gibt es, und das ist erschreckend, dieses Ergebnis, dass Hospitalisation hat keinen nachgewiesenen Wert in der Verhütung von Suizid und kann manchmal negative Effekte haben. Die Angst des Klinikers vor möglichen Gerichtsprozessen sollte keine Basis für die Einweisung sein. Sagt sich so leicht und ist wirklich durch viele Studien belegt, ist aber nicht so einfach, das umzusetzen. Deswegen die Frage, wann macht es denn Sinn, einen Menschen eher zu hospitalisieren? Nun, wenn kein Kontakt herstellbar ist, das ist quasi dieses Alleinsein, dieses Nicht-Dazugehörig-Sein, wenn kein soziales Netz vorhanden ist, dann wird es gefährlicher. Wenn ein Patient psychotisch ist, also an einer Schizophrenie leidet, dann ist es eine recht unberechenbare Situation. Wenn die Symptomatik extrem ausgeprägt ist, wenn ein konkreter Suizidplan vorhanden ist, wenn die Menschen sehr hoffnungslos sind und erstaunlicherweise auch Angst ist ein Faktor, für den man aufmerksam sein soll. Der Vesuv, das ist ein Vulkan in Italien, kennen Sie, bricht ja öfter aus und es gab einen Ausbruch, wo Menschen gefangen waren in einem Haus und die sagten, die haben an die Wand geschrieben, wir hatten eine solche Angst, dass wir uns selbst das Leben genommen haben. Wir hatten eine solche Angst, dass wir uns das Leben genommen haben. Also Angst ist ein erstaunlich hoher Faktor. Wann eher nicht hospitalisieren? Wenn der Patient nicht will, klingt banal, aber ist so, dann wird das eher kontraproduktiv sein. Deswegen, diejenigen, die im ambulanten Bereich arbeiten, sollten versuchen, den Patienten zu motivieren, dass das sinnvoll ist. Wenn er absprachefähig ist, das heißt, wenn man mit ihm wirklich noch verhandeln kann, wenn er zukunftsorientierte Gedanken hat, ganz häufig nach einem Suizidversuch, berichten Patienten, wenn man sie fragt, ja, sind sie einverstanden, in die Klinik zu gehen? Sagen sie, nee, das geht nicht, ich muss Montag wieder arbeiten gehen. Und es ist tatsächlich so, wenn Zukunftsgedanken nach einem Suizidversuch wieder so weit vorne stehen, dann macht die Hospitalisation wenig Sinn. Eher nicht. Wenn die Familie hilft und da ist, eher nicht hospitalisieren.
Aber eine ganz wichtige Botschaft ist, je chronischer, das heißt je wiederkehrender die Suizidalität ist, desto kontraproduktiver ist die Hospitalisation. Man sieht bei diesen Patienten, dass es wie so einen Teufelskreis gibt, der in die Tiefe führt. Ganz häufig kommen sie an, man arbeitet mit denen zusammen. Sie fangen an, irgendwelche Tätigkeiten zu machen, wie den Kopf gegen die Wand, sich zu schneiden. Man versucht und redet auf sie ein. Manchmal gelingt es, manchmal nicht. Sie schneiden weiter. Irgendwann muss man was tun, man kann da nicht zusehen. Und so wird bei solchen Patienten, insbesondere die chronisch suizidal sind, aus dem Miteinander wird ein Gegeneinander. Und dann wird die Hospitalisation kontraproduktiv. Und das Dilemma ist nun, dass man weiß, dass es ambulante Therapien gibt, die sehr effektiv sind, aber dass die leider nicht überall verfügbar sind. Weder bei Ihnen noch in der Schweiz. Also, Take Home ist keine Evidenz für den Nutzen von Hospitalisation, das tut weh. Wenn immer möglich, auf freiwilliger Basis unterbringen, nicht gegen den Willen. Über Suizidalität sprechen. Nächster Teil. Wenn ich Sie fragen würde, und das mache ich jetzt mal, wer von Ihnen hat in seinem Leben schon einmal eine berufliche Krise gehabt und hat gedacht, ich möchte den Beruf wechseln? Möchte ich jetzt von Ihnen wissen, wer hat schon mal ein Handzeichen, wer hat schon mal eine berufliche Krise gehabt? Mutig die Hand nach oben. Sollte noch mehr sein? Ja, es kommen noch mehr, okay. Ungefähr die Hälfte. Ne? Wenn ich Sie jetzt fragen würde, wer von Ihnen war schon mal suizidal? Ich mache das nicht, weil ich mich da schon gar nicht traue, das zu tun. Aber wenn ich das frage, sollten 50% der Hände hochgehen, weil etwa 50% der Menschen haben ernsthaft darüber nachgedacht, im Leben sich irgendwann das Leben zu nehmen. Aber das wagt man noch nicht mal zu fragen. Das ist ein Problem. Es ist ein Problem, dass diejenigen, die betroffen sind, nicht drüber sprechen, die Angehörigen sich nicht trauen. Suizid ist ein Tabuthema und wir müssen aktiv herangehen. Über Suizid sprechen fördert Suizidalität. Man weckt schlafende Hunde, sagt man auf Deutsch. Stimmt das? Gibt es unglaublich viele Studien zu. Es ist schlichtweg falsch. Über Suizid sprechen rettet Leben, nicht anders. Also Tabu brechen, mutig sein, ist die Take-Home-Message. Erster Schritt, wenn wir rauskriegen wollen, wie suizidal ist eigentlich ein Mensch, ist immer das Suizid-Assessment. Das heißt, wir wollen wissen, wie ist er, aber wie macht man das? Wenn ein Patient zu mir kommt und ich stelle als erste Frage, sind Sie suizidal? Dann ist die Antwort immer nein. Auch wenn er noch so suizidal ist. Weil es ein Tabuthema ist. Das heißt, man muss erst einen Vertrauenskredit aufbauen, es muss eine Beziehung entstehen und dann habe ich vielleicht die Chance, dass mir ein Patient die Wahrheit sagt. Wie machen wir das ganz allgemein in der Psychiatrie? Das ist ein sogenanntes Narrativ. Das Narrativ ist jetzt geschrieben für den Suizidversuch. Jeder Suizidversuch hat seine eigene Geschichte. Können Sie mir sagen, wie es zu Ihrem Suizidversuch kam? Jede Krise hat seine eigene Geschichte. Können Sie mir sagen, wie es zu Ihrer Krise kam? Bitte nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie wollen, und fangen Sie dort an, wo es Ihrer Meinung nach begonnen hat. Wir haben eine Studie durchgeführt damit und haben das dann hinterher transkribiert, das ist sehr mühsam, also herausgeschrieben. Und im Mittel waren es etwa 1,5 Seiten geschrieben, die die Patienten erzählt haben. Aber irgendwann haben sie aufgehört. Die Angst, dass sie nicht mehr aufhören, ist nicht so. Wenn man Raum, Zeit lässt, kann man so einen guten Eindruck bekommen und wirklich das Vertrauen gewinnen. Zum Assessment gehört auch,
wirklich die Frage, hat jemand eine psychiatrische Störung, die mit einer erhöhten Suizidrate einhergeht? Und das sind eigentlich die sechs großen. Die Depression ganz vorneweg, dann kommt der Alkoholismus, die Angststörung, erstaunlicherweise, die Schizophrenie, Abhängigkeiten und die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Risikoabschätzung, das ist jetzt eine große Folie, wo ich Sie nicht mit langweilen möchte, aber es geht im Grunde, gibt es ganz, ganz viele Faktoren, über die man sehr lange sprechen könnte, mit denen man Risiko abschätzen könnte. Ich gehe vielleicht trotzdem kurz durch. Es geht, hat derjenige einen Suizidplan schon mal gehabt? Gab es frühere Suizidversuche? Gab es einen Suizid im Umfeld? Sind Alkohol und Drogen ein Thema? Hat er Mental Pain? Geht es ihm schlecht? Impulsivität ist eine große Gefahr. Hoffnungslosigkeit, Selbsthass. Früher hat man eine Suizidprävention betrieben, indem man die Menschen gefragt hat, was sind die Gründe, warum sie sterben wollen? Heute gehört zum guten Suizidassessment dazu, was sind die Gründe, die sie am Leben halten? Umgekehrt, die Ressourcen erfragen. Und die typischen Antworten sind dann Familie, Tiere. Aber wichtig ist, dass überhaupt was genannt wird, weil diejenigen, die nichts mehr nennen, da wird es gefährlich. Die Abstufung der Suizidalität. Ich will nicht durch die... Also wann wird es wirklich gefährlich? 0 heißt keine Suizidalität und 7 die suizidale Handlung. Und die Frage ist, ab wann wird es gefährlich? Ich habe hier einen Strich gezogen, der sehr relativ ist. Aber ich möchte Ihnen eines mitgeben, was Sie sich merken können. Wenn ein Patient sagt... Anders anfangen. Wenn ein Patient mehrere Methoden nennt und sagt, ich weiß, wie ich mich suizidiere, ich werde mich erhängen, ich werde mich vergiften oder ich werde mir die Schusswaffe nehmen. Also in dem Moment, wo noch mehrere genannt worden werden, ist der Plan noch nicht gefestigt. Wenn ein Patient, egal welche Methode, sagt, ich weiß ganz genau, wie ich mir das Leben nehme, da müssen Sie hellhörig werden. Und dieser Unterschied von mehreren Suizidplänen zu einem Suizidplan, den verpasst man sehr schnell. Und da wäre mir ein Anliegen, dass Sie das gehört haben und darauf achten. Aber, es ist eine Studie von Kessler, die Folgendes zeigt. Patienten, die einen Suizidplan hatten, haben in dieser Studie in 72% der Fälle einen Suizidversuch gemacht. Patienten, die Suizidgedanken hatten, haben in dieser Studie in 26% einen Suizidversuch gemacht. Die Botschaft, die hier drin steckt, ist, aus dem Plan, also hat jemand einen Suizidplan, kann man nicht ableiten, der wird sich das Leben nehmen. Nur, es ist eher eine erhöhte Gefahr. Ich hoffe, Sie verstehen das. Suizidgedanken sind harmloser, heißt aber nicht, dass sie völlig harmlos sind. Also, die zuverlässige Abschätzung des individuellen Suizidrisikos ist schwierig bis unmöglich. Aber sie ist besser, wenn wir eine gute Beziehung zu dem Patienten haben. Gefährlich ist es, wenn letale, also besonders tödliche Methoden als einzelne Methoden erwogen werden, wenn ein klarer Plan da ist und wenn es keine Gründe mehr gibt, die den Menschen am Leben halten. Die nächste Folie ist die langweiligste Folie von meinem Ganzen. Ich muss dir aber zeigen, das ist so logisch wie nur sonst etwas. Irgendjemand sagte mal, das ist die wichtigste. Was sind denn Grundhaltungen, mit denen man Menschen begegnet, die suizidal sind? Nun, das dürfte für Sie alles logisch sein. Man sollte empathisch sein, man sollte ruhig sein, aufmerksam,
nicht bedrohlich, konstant, den Menschen auf gleicher Ebene begegnen und so einen leichten Optimismus haben. Nicht zu stark, da fühlen sich die Menschen nicht abgeholt, aber ein leichter Optimismus. Gell? Das alles wissen Sie. Deswegen gehe ich da weiter. Männer und Suizidprävention. Gucken Sie sich mal hier um und achten Sie mal drauf, wie viele Männer hier im Raum sitzen. Fällt Ihnen auf? Die Frauen sind in der Überzahl. Männer reden nicht sehr gerne über Suizidalität. Männer reden nicht so gerne über Emotionen. Und Männer sind deswegen auch viel schwerer in der Suizidprävention zu erreichen. Die ganzen Suizidpräventionsprogramme haben immer wieder gezeigt, sie erreichen Frauen, aber uns Männer nicht. Ist nicht schräg. Ich stehe hier als Mann und erzähle Ihnen, die eigentlich sich viel mehr mit dem Thema beschäftigen, so durchschnittlich zumindest, etwas über Suizidprävention. Danke, dass Sie mich nicht rausjagen. Männer lassen sich weniger häufig helfen, handeln eher impulsiv, nutzen eher gewaltsame Methoden. Und für sie ist das Sprechen über Suizid ein stärkeres Tabu. Sie haben oft Angst vor Gesichtsverlust und drücken das in irgendeiner Weise aus. Ich habe 4 Buben, die verhalten sich seit vielen Jahren wie kleine Männer. Es war die Situation, dass ich zu Hause, wir hatten den Familientisch gedeckt, und mein ältester Sohn, damals 13, hat die Milch umgekippt und sie ist auf dem ganzen Tisch gegangen. Alles war überschwemmt. Hätte ich eine Tochter, ich habe eben, wie gesagt, nur 4 Buben, hätte ich eine Tochter, hätte die gesagt, oh Papa, das tut mir leid, was habe ich für ein Unglück gemacht? Und mein Sohn sagte, welcher Idiot hat die Milch dahin gesteckt? Das nennt man externe Attribution. Die anderen sind schuld. Haben Sie das schon mal so heimlich bemerkt, dass Männer genau das drauf haben? Die anderen sind schuld, ich doch nicht. Und Frauen immer sagen, oh, es tut mir leid, das ist ganz schrecklich. Ne? Wenn sich jetzt, nehmen wir es mal an, das ist eins der schlimmsten Dinge im Leben, die es geben kann, wenn sich ein Kind suizidiert, okay, dann reagieren Männer und Frauen sehr unterschiedlich. Die Männer mit der externen Attribution reagieren mit Wut. Die Frauen eher mit Schuld. Die Scheidungsrate ist von Paaren, die ein Kind verloren haben, massiv erhöht. Möglicherweise genau wegen dem. Es sind sehr unterschiedliche Arten und Weisen, mit der Sache umzugehen. Aber es ist natürlich irgendwo wahr. Beides ist wahr. Und wichtig ist jetzt im Gespräch wirklich zu verstehen, hier gibt es einen gemeinsamen Nenner, nämlich die Trauer um das Kind. Bei dem einen erzeugt das Wut, bei dem anderen Angst. Aber im Kern ist es immer die Trauer. Und so kann man manchmal Paare wieder zusammenbringen. Ich muss aufpassen auf die Zeit. Merke das. Suiziddrohung am Telefon. Ich glaube, wenn ich Ihnen das erzähle, denken Sie, das hätte er sich sparen können. Deswegen spare ich mir das. Es gibt, Sie können das wahrscheinlich nur teilweise lesen, diejenigen, die Deutsch lesen können, gibt es eine unglaubliche Anzahl von psychotherapeutischen Interventionen, die man anwenden kann bei Patienten nach Suizidversuch. Aber die gehören wirklich in die Hände von Fachleuten und sollen ja auch nicht. Ich will Ihnen einfach nur sagen, die Wissenschaft war nicht untätig. Es gibt sehr, sehr viel. Sehen Sie einfach, die Liste ist sehr, sehr lang und Sie werden sich die eh nicht merken. Aber egal, wie man es dreht und wendet und egal, wie gut man ist als Psychotherapeut, man wird nie alle Suizide verhindern, aber durch Engagement kann man die Zahl der Suizide
deutlich verringern. Und das ist tatsächlich wichtig, Engagement. Es gab eine Psychotherapiestudie, die ich Ihnen näher bringen will, weil die eine Botschaft hat. In dieser Studie kam es, also da wurden Patienten nach Suizidversuch therapiert und in dieser Studie kam es zu einer Reduktion der späteren Suizidversuche um 50%. Das ist einigermaßen viel. Aber was in der ganzen Publikation nicht drin steht, ist, dass das die zweite Auflage war und dass die erste Studie, die genau alles gleich hatte, bis auf eine einzige Sache, hatte keinen Effekt. Und eine Sache haben sie anders gemacht. Und die spannende Frage war, was haben sie anders gemacht? In der ersten Studie sind alle abgesprungen. Niemand ist nach der ersten Sitzung wiedergekommen. In der zweiten Studie haben die Menschen mitgemacht. Und die Frage war, was war der Unterschied? Und der Unterschied war die Folie, die Sie vorhin schon gesehen haben, nämlich, man hat die Angehörigen mit einbezogen. Das heißt, Angehörige mit Einbezug ist ein ganz zentrales Element. Sie haben die häufig am Telefon. Aber es geht auch am Telefon um die Frage, wie können Sie Kontakt zu den Angehörigen wiederherstellen? Oder jetzt mit Joiner gesprochen, wie können Sie das Alleinsein, das nicht mehr dazugehörig sein, wieder überbrücken, dass Sie eben nicht mehr Grund haben, sich das Leben zu nehmen. Also eins ist klar, diejenigen, die Suizidprävention betreiben, Einzelkämpfer sind nicht gefragt, sondern es braucht ein Team. Und Team besteht aus Patient, Angehörige, ambulante Helfer, Arzt, Psychotherapeut, aber eben auch diejenigen, die am Telefon anonyme Anrufe entgegennehmen. Und die sind total wichtig. Ich behandle selber eine Patientin, die nur wegen ihresgleichen, also wie Menschen wie sie, überlebt hat. Und sie ist heute im Berufsprozess drin und hat keinerlei Suizidalität mehr. Das haben Kollegen von Ihnen in der Schweiz hervorragend gemacht, immer wieder. Und sie hat sie genervt, immer wieder. Sie hat überlebt und ist heute sehr glücklich. Vorhin war ja schon die Mittagspause und Sie haben kräftig gegessen. Sie haben mitbekommen, dass das Essen weg war. Und die Frage, es kommt ja gleich wieder die Pause und die Frage ist, sollten Sie essen, um suizidpräventiv für sich selbst wirksam zu werden? Und das ist untersucht worden. Also, wenn man etwas dicker ist, ist man dann weniger oder mehr suizidal, meine Damen und Herren? Es ist weniger suizidal. Das heißt, greifen Sie zu beim Essen gleich. Es ist antisuizidal. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank. Já jsem se chtěla zeptat, pokud jsem to správně pochopila, tak vlastně opakování sebevraždy po sebevražedném pokusu je v Švýcarsku mnohem nižší, to procento lidí, kteří opakují ten sebevražedný pokus, než třeba v USA. Je někde nějaký výzkum, čím je to způsobeno? Also ganz allgemein, hallo, ja, ganz allgemein ist es so, dass nach jedem ist gut, ich höre Sie. Ganz allgemein ist es so, dass nach einem Suizidversuch, egal ob USA oder Schweiz oder Tschechien, die Suizidchance größer ist. Und ob es da wirklich Unterschiede gibt, das weiß man nicht. Es ist klar, dass es einen Unterschied zwischen Schweiz und USA gibt. Und es ist, ich hätte erwartet, dass USA höher ist als Schweiz und das ist nicht der Fall, weil sie zum angloamerikanischen Sprachraum gehören. Da vorne war noch eine Frage. Tak, tam se tady se chtěl taky ještě někdo zeptat, tak máme už mikrofon? Jo. Já bych se chtěla zeptat na jednu věc. Je to můj zážitek z Linky, kdy se vlastně přímo v hovoru zabil člověk a
já doteď moc nerozumím tomu chování, co to vlastně je, že u toho někoho potřeboval. Snažila jsem se hodně moc, aby to neudělal, i přesto to udělal. A nerozumím tomu chování. Doteď. Ich arbeite relativ viel mit der dargebotenen Hand, das ist Telefonseelsorge in der Schweiz zusammen. Und die berichten immer wieder, dass es solche Fälle gibt, dass Menschen begleitet werden wollen beim Suizid. Darüber gibt es verständlicherweise keine Studien. Aber was man sagen muss, ist, dass es eben doch eine ziemliche Angst häufig ist, in dem Moment alleine zu sein und dass das es immer angstmindernd ist, wenn jemand anders da ist. Das ist ein trauriger Zwischenfall, den man hoffentlich selten erlebt. Für sie ist das hochgradig traumatisch. Die Person selbst hat das rechts und links nicht gesehen, hat sie nicht gesehen, hat nicht gesehen, was sie damit bei ihnen anrichtet. Und das ist ein Teil von dieser Suizidhandlung. Aber, das ist hart, aber sie haben diesen Menschen begleitet und haben ihm wahrscheinlich in dem letzten Strecke seines Lebens trotzdem geholfen. Genauso wie sie, darunter leiden Angehörige ganz genauso. Ich glaube, die Kurzantwort ist, es ging um Angstminderung. Da haben sie geholfen. Tak díky. Další dotaz, prosím. Já bych se zeptal k jednomu číslu. Vy jste říkal, že tady mezi námi vlastně by se měla zvednout polovina rukou, co se týká vlastně občasné nebo pomyšlení na sebevraždu. 50% lidí v tomto sále. Přijde mi to jako docela vysoké číslo. Znamená to tedy, že vlastně občasné suicidální myšlenky jsou normální? Es ist natürlich einfacher festzustellen, ob jemand einen Suizidversuch begangen hat. Und es ist schwerer zu sagen, hat jemand schon mal Suizidgedanken gehabt. Die Studien, die das untersuchen, stellen meist die Frage, haben Sie in Ihrem Leben schon mal ernsthaft daran gedacht, sich das Leben zu nehmen? Und die Ergebnisse hierzu sind unterschiedlich. Es ist so ein Bereich zwischen 18% und 68%. Die meisten sind knapp die Hälfte etwa. Aber es ist eigentlich egal, ob es nun 38, 48, 58 sind. Es zeigt einfach, dass es was Normales ist, im Laufe seines Lebens irgendwann mal suizidal zu werden. Weil auch 18% ist normal. Das ist nicht was Besonderes. Tak, poprosím další dotaz. Dobrý den, já bych se chtěla zeptat na klienty, kteří vlastně rádi straší svoje okolí řečmi o sebevraždě, o tom, že se chtějí zabít, že teď se asi zabijou, že vlastně si užívají ten pocit toho, že o ně někdo má strach, jestli spadají do nějaké speciální kategorie, nebo jestli jsou stejně ohroženi jako ti, kteří o tom nemluví. Myslím, že často jde o klienty s hraniční poruchou osobnosti, ale nemusí to tak být vždycky. Patienten mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, wenn sie 8 oder 9 der 9 Kriterien erfüllen, haben eine Suizidrate von 36%. 36. Nicht Suizidversuch, Suizidrate, Tod. Okay? Und man kann, wenn Menschen Suiziddrohungen aussprechen,
schon denken, das ist funktional. Das heißt, sie machen das, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Man kann aber auch das als Therapeut wirklich prinzipiell ernst nehmen. Und aus der Therapie von Borderline-Patienten wissen wir, dass wir insgesamt besser fahren, wenn wir es ernst nehmen. Punkt 1. Also es ist strategisch besser, aber was viel wichtiger ist, es gibt ziemlich viele Studien, die das untersucht haben. Und bei den Studien kommt heraus, dass wir Therapeuten, die diesen funktionalen Anteil, also diesen Umzu, ich bringe mich zu, um etwas, also ich sage, ich bin suizidal, um etwas zu erreichen, dass der viel geringer ist, als wir denken. Das heißt, wir überschätzen das. Diesen Faktor gibt es, aber wir überschätzen den. Und aus dem Grund macht es keinen Sinn, in der Weise zu denken. Stellen Sie sich mal eine Situation in einer psychiatrischen Station vor, wo Sie hier vorne, oder sagen wir eher dort, die Patientin ist die Borderline-Patientin und hier vorne sitzt meine Stationsleiterin. Und ich sage zu ihr etwas, was sie aus Versehen mithören kann. Und ich sage dann, du, da kommt eine Patientin, die macht so viel Suiziddrohung, da müssen wir aufpassen, dass die uns nicht auseinanderbringt. Wenn sie das so hört, wird sie sich dann überhaupt noch verstanden fühlen? Wohl kaum. Dagegen, wenn ich sage, hier kommt eine Patientin, die hat immer wieder Krisen und wir müssen mit ihr zusammensitzen, um Krisenpläne zu machen, dann wird sie sich verstanden fühlen und wird den Aufenthalt für sich nutzen können. Deswegen, wenn man wirklich, da könnte ich sehr lange drüber reden, weil ich mich mit dem Thema Borderline sehr beschäftigt habe, habe anderthalb Jahre mit Marsha Linehan, die hat die dialektisch-behaviorale Therapie gemacht, zusammengearbeitet. Und das wäre ein Kardinalfehler, wenn man quasi denkt, das machen die nur, um das zu erreichen. War das verständlich? Immer wieder verblüffend, welche Antwort, mit welcher Latenz sie dann plötzlich nicken. Da bin ich gedanklich schon ganz woanders. Tak já poprosím poslední dotaz, protože už půl hodinky přetahujeme. V ranním příspěvku paní doktorky ze záchranné služby jsme se dozvěděli o příkladu rozšířené sebevraždy, kterou teď záchranná služba řeší. A mě by zajímalo, jestli byste doporučil nějaký preventivní postup, opatření proti rozšířené sebevraždě například mladých lidí, kteří od sebe nějakým způsobem kopírují tento způsob. Čas od času se takovéto jednání vyskytne. Ja, das stimmt. Manchmal gibt es regelrechte Epidemien. Wichtig in solchen Situationen ist, dass man, es ist nicht so ganz einfach, weil es unterschiedlich sein kann. Es hat so eine Epidemie in Wien gegeben, wo junge Menschen Suizide mit der U-Bahn, mit der S-Bahn gemacht haben. Und die Intervention dort war, dass man mit der Presse gesprochen hat und dass sie das nicht mehr verbreitet. Das ist der sogenannte Werther-Effekt. Wenn es kleinere Gruppen sind, wie Schulklassen, also wenn es so anonym ist, also ein ganz typisches Beispiel ist auch, sind auch Brücken. Wenn eine bestimmte Anzahl von Suiziden geschehen, dann wird das wie, beschleunigt sich das immer mehr, weil es bekannt wird, von dieser Brücke springt man. Die Brücke war immer genauso hoch, aber plötzlich fängt es an und wird mehr und mehr und mehr. Und das sind eben dann die Zeichen, dass eine Brücke gesichert wird.
An der Brücke würde man Patrouillen laufen. In Schulklassen, wenn das da epidemieartig geschieht, da gibt es selten Suizide, aber Selbstverletzungsverhalten ist dort ein Thema. Oder auch Suizidversuche. Da würde man, es ist wirklich jedes Mal anders, da würde man versuchen, mit Peers, also mit den Jugendlichen zu arbeiten und andere hereinzubringen. In psychiatrischen Kliniken gibt es Epidemien, wo Patienten hören, da hat sich jemand suizidiert und man sieht in den Kliniken nicht selten, dass es da mehrere Suizide gibt. Und da ist das, dass man in dem Moment, wo ein Suizid geschieht, in einer Klinik auch die anderen Kollegen benachrichtigt, damit die verstärkt gucken, wer ist besonders gefährdet. Das sind so Maßnahmen. Aber es ist real, es gibt so einen Epidemie-Effekt. Im Englischen heißt der Copycat-Effekt. Also man kopiert das Verhalten. Das ist nicht ganz das gleiche wie der Werther-Effekt, womit über die Medien eine Verbreitung führt. Copycat-Effekt braucht keine Medien, sondern geht auch über Mund-zu-Mund-Propaganda. Copycat-Effekt ist eine große Herausforderung. Das war die letzte Frage, wurde mir gesagt. Ich möchte mich bei Ihnen recht herzlich bedanken und wünsche Ihnen alles, alles Gute. Herzlichen Dank.